Was für ein Stück bringe ich mit? Ja, also ich würde schon sagen, es ist ein Stück über mich und ein Leben, das ich von hier kenne. Eine kritische Reflexion darauf. Halt auch ein Versuch, vielleicht sich einen Begriff davon zu machen, aber auch eine Übersteigerung davon. Also der Versuch, quasi ein Verständnis von dieser Szene zu bekommen, indem man sie auch zuspitzt. Also ich würde auf jeden Fall auf diesen formalen Kniff hinweisen, dass wir Regie und Text als irgendwie so voneinander abgekoppelte Entitäten begriffen haben. Dass man könnte sich auch vorstellen, dass wir irgendwie nie kommuniziert haben und dann am Ende einfach zwei Dinge sich so übereinander legen und auf eine komische Weise dann eine Wahrheit aussagen, die das jeweils eine ohne das andere gar nicht gekonnt hätte. Also ich würde, glaube ich, eben diesen formalen Hinweis geben, was, glaube ich, auch den Abend spannend macht. So. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich mit jemand anders gearbeitet hätte oder wenn ich gewusst hätte, dass es so eine 1-zu-1-Versuch werden würde, den Text zu übertragen, ob ich ihn dann so verfasst hätte. Aber ich würde sagen, dass er trotzdem nicht unbedingt immer nur zusammengedacht werden kann mit der Inszenierung. Ich fände es auch interessant, eigentlich die Arbeit mal in einem ganz anderen Versuch zu sehen, wie das funktionieren würde. Ich glaube, das Stück müsste ein bisschen länger sein. Also hatte ich schon mal überlegt, ob es nicht vielleicht irgendwie noch weitergehen muss. Also nicht, weil irgendwie ein neuer Plot rein muss, weil das ist ja nicht wirklich ein Plot, der erzählt wird, sondern eher so ein Zustand, der sich einfach immer so weiter fortträgt. Also im Grunde genommen ist es ja wie so eine Meta-Ebene. Was stört mich an den Menschen, die sich an der Gesellschaft stören? So. Also das, und das ist auch was ich an mir problematisch finde. Also was ich auch in, also die Vernichtung erzählt ja auch ein bisschen so, also so subtil jedenfalls eine Entwicklung auch von irgendwie so einer, von so einer Energie auch der Hoffnung, vielleicht wenn man noch ein bisschen jünger ist, dass man wirklich was bewegen kann, dass dann in so eine Resignation kippen kann, die irgendwie versucht wird abzumildern durch ja eben Party und Drogenkonsum und so. Und ich würde sagen, diese Kultur der, des sich Störens, das muss sich ändern irgendwie. Das ist quasi das, was ich auch in der Vernichtung irgendwie zum Ausdruck bringen wollte. Erst meinte du halt schon ganz am Anfang, wir werden nach Mülheim eingeladen und hat mir dann erzählt, was dieses Festival ist. Aber ich kannte das davor nicht und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir eingeladen wurden. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht so richtig eine Vorstellung. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass der Text auch isoliert eben diese Beachtung bekommen hat. Es war immer dieses Jahr, es kam auch in der Lokalpresse von Bern dann dieses, was ist eigentlich mit Olga Bachs Text ohne diese Inszenierung? Weil alle sind dann immer auf diese Kostüme und das war dann ganz toll und dann... Und dann, keine Ahnung, kam auch eben so Stimmen wie, ja, diese Plattheit und so. Und haben irgendwie eben diesen Sarkasmus, den ich verwende, um mich auf diese Plattheit zu beziehen, irgendwie nicht so gesehen. Und ich hatte mich unverstanden gefühlt und freue mich deswegen natürlich sehr, dass jetzt diese Einladung aus Mülheim kam. Also ich sehe mich schon als Theaterautorin. Ich studiere noch Rechtswissenschaften. Das ist halt so eine komische Gleichzeitigkeit, die ich auch im besten Falle versuche, quasi aufeinander zu beziehen. Wie so Dichterjuristin oder so, aber ja genau, ich würde mich quasi, wenn ich so eine Selbstdefinition machen würde, dann wäre das quasi irgendwie, dass ich diese beiden Bereiche irgendwie in meinem Leben miteinander vereinbaren möchte. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre jetzt innerhalb kürzester Zeit so wahnsinnig viel passiert. Ich bin ja auch irgendwie so 5 Uhr morgens quasi mit Ersan irgendwie eingestiegen in das Projekt damals und habe dann auch danach gedacht, oh Gott, was habe ich mir aufgeheizt und so. Und dann ist auf einmal kam eins zum anderen. Ich habe das Gefühl, ja klar, jetzt ist es irgendwie so eine Zeit, wo ich sich so Weichen stellen. Also ich habe das Gefühl, ich bin gerade an so einer Stelle, wo eben ja klar natürlich auch irgendwie Fakten schaffe für die kommende Zeit. Aber ich will mir deswegen jetzt auch nicht zu viel Druck machen. Ich freue mich einfach auf das, was kommt natürlich.